richtige Balance zu haben, das ist ein geflügeltes Wort im Grunde genommen. Wir kennen es aus vielen verschiedenen Bereichen. Der Körper kann dir eine ganz besondere Qualität geben, um in die richtige Balance zu kommen. Und zwar die richtige Balance, damit du deine gewünschten Themen umsetzen kannst. Das ist ja eigentlich die Balance, die wir brauchen. Den Ausgleich zwischen dem zu erkennen, überhaupt was ich will, was mich neugierig macht, was mir Spaß macht, das herauszufinden. Aber nicht nur herauszufinden, sondern es dann wirklich auch umzusetzen, es zu tun. Und diese Balance, die gibt dir der Körper wirklich in wunderbarer Form. Herzlich willkommen bei diesem Thema wieder. Ich erkläre dir wie immer gerne eine erstens Übung dazu, aber auch wie die Zusammenhänge funktionieren, wie der Körper eben dir dieses Thema ermöglicht. Wenn du dir vorstellst, dass wir einerseits erkennen sollten und andererseits aber auch es umsetzen sollten. Das eine, das ist eher wirklich, wo wir sogar oft Luftschlösser bauen, wo wir einfach einmal erschaffen, was wir ja wirklich möchten. Und das brauchen wir, das ist wunderbar. Aber wir brauchen zur gleichen Zeit auch jetzt die Möglichkeit, und das ist etwas eher Erdiges, auch das zu tun und eben es umzusetzen. Denn erst das Tun, das bringt uns in den richtigen Ausgleich des Körpers. Das, was wir oft bezeichnen als diesen idealen hormonellen Austausch, der dadurch entsteht, der diese Glücksgefühle erzeugt. Glücksgefühle werden nämlich in der Regel erzeugt immer dann, wenn wir so richtig, ich sage gerne handgreiflich werden, wenn wir das auch tun, was uns so begeistert, dass wir nicht nur in Gedanken schwelgen, sondern dass wir echt ins Umsetzen kommen. Denn was dann passiert, es entsteht der Prozess, dass etwas da ist, was wir wirklich in der Hand haben. Das, was eigentlich richtig griffig ist und das macht Freude. Das ist dieser Prozess des Gelingens, des, man sagt doch oft, Erfolghabens. Das meine ich aber jetzt nicht im beruflichen, im Sinne von klassischer Erfolg, sondern ja, da ist was passiert und da war ein Prozess in Gange, eine Entwicklung, an der ich beteiligt war. Und das ist tatsächlich ein Grundbedürfnis vom Menschen, eines der wenigen Bedürfnisse, die wir übrigens haben. Eines der Grundbedürfnisse ist, an Prozessen beteiligt zu sein, nicht nur zuzuschauen, sondern echt involviert zu sein. Und genau dafür brauchst du diese sogenannte Balance. Und für diese Balance sind Partner im Körper die Kombination aus Nacken und Kopf, das ist das eine, und dazu aber der untere Rücken. Vielleicht hast du schon das eine Video von mir gesehen, da ist es darum gegangen, der untere Rücken bringt dich ins Gehen. Genau darum geht es heute noch einmal, aber nicht das alleine. Der hat nämlich nicht die Balance dann, die er dir ermöglicht. Du brauchst Nacken, Kopf zur gleichen Zeit. Und wie das jetzt geht, ist sehr, sehr einfach im Grunde. Wenn du dir vorstellst, die Balance schaffen wir nur durch das Gefühl von diesen beiden Richtungen. Kopf und Nacken, die dich mit der Luft verbinden, und der untere Rücken, der dich erdet, der dich richtig ins Tun eben bringt. Wir machen meistens nur eines davon. Meistens in einer Gesellschaft, wo wir sehr im Denken sind, sind wir eher im Erkennen, im Denken, im Planen. Aber vielleicht kennst du das sogar. Wenn wir nur mehr im Denken sind oder zu viel da oben sind und wir gehen, also ich meine jetzt tatsächliches Gehen, bewegungstechnisches Gehen, vielleicht kennst du das sogar. Wir sind dann ja oft sogar, wenn wir zum Beispiel spazieren gehen, gar nicht beim Spazieren gehen, sondern wir denken die ganze Zeit über. Wir sind nicht in der Aufmerksamkeit in dem, was wir gerade tun, nämlich zu gehen, sondern wir sind schon während des Gehens wieder im Überlegen, im Grübeln, im Planen. Und dann erzeugst du beim Gehen, nämlich ein Gehen, als würden wir ein bisschen über dem Boden schweben. Genau das braucht der Körper aber nicht. Der Körper möchte den Boden greifen. Und so brauchen wir beides. Natürlich brauchen wir den Kopf, aber du brauchst auch dieses Greifen zum Boden. Wenn du dir nämlich jetzt vorstellst, Nacken, Kopf, die erzeugen im Idealfall, das mache ich gleich spürbar für dich, die Richtung, dich nach oben zu kontaktieren, richtig zur Luft. Und der untere Rücken im Hinunter. Wenn du dir jetzt die zwei Richtungen vorstellst, was jetzt passiert, der Rücken wird super lang. Das heißt, auch Blockaden im Rücken, die zu eng sind, das fährt auseinander, das wird lang. Dadurch erzeugst du aber in dir auch Länge. Es ist eine innere Länge entstehend und jetzt macht das was mit dir, denn du erreichst so eine Art
innere Größe. Das ist ja das, was uns oft unangenehm ist, wenn wir zu gedrungen sind, wenn wir zu sehr wieder im Gehen sind oder eben zu sehr im Denken und wir heben schon fast ab, dann merken wir einfach keinen Widerstand. Es gibt auch positiven Widerstand. Wir brauchen beides, damit wir sind in der vollen Größe. Und das tut uns gut. Da beginnt es schon, dass es im Kreislauf agiert, unser System. Und dazu kommt aber eben auch noch, der Kopf erkennt und das Becken führt aus. Und das kannst du wunderbar spürbar machen, indem du bitte einmal deine Hände sozusagen an den Hinterkopf legst. Und zwar eine an den Nackenbereich, richtig umgreifen, und die andere an den Hinterkopf, auch hier, richtig umgreifen. Das heißt, du hast so richtig wie Schalen, ich zeige es dir von vorne von den Händen, du umgreifst die Rundung vom Hals, du umgreifst die Rundung, sozusagen diese auch rund, vom Hinterkopf. Und jetzt mach bitte am besten mit geschlossenen Augen einmal weiter. Spür bitte einmal so an dieser Rückseite, spür mal hinein, ob Nacken und Kopf an diese Hände sich anlehnen. Dass sie nicht flüchten vor den Händen, sondern sich hineinschmiegen in beide Hände. Das heißt, es wird ein bisschen eine andere Nacken-Kopf-Haltung entstehen. Drück bitte nicht, es ist kein Zurückdrücken jetzt extra. Es ist sehr, sehr weich, sehr geschmeidig. Fast als möchte die Haut von Nacken und Kopf sich an die Hände eher sogar anlehnen. Und jetzt spür mal, wie wichtig ist es, dass die beiden überhaupt hinten sind. Und dann das Zweite, was du nun spüren kannst, ist, wenn dieses Anlehnen passiert, der Nacken wird automatisch auch länger. Der Nacken fließt nach oben zum Kopf. Das heißt, die Nackenhand, die fließt aufwärts zur Hinterkopfhand. Und jetzt kannst du sogar noch bewerkstelligen, dass deine Finger die Führung übernehmen, dass deine Hände deinen Kopf ganz sanft drehen. Die Finger schieben ein bisschen an und drehen. Und das macht einmal die Nackenhand und einmal die Kopfhand. Mach das einen Moment, spür hinein mit geschlossenen Augen, während sozusagen diese beiden Hände deinen Kopf führen. Jetzt wirst du vielleicht noch zusätzlich eines merken. Die Hände führen und spür auch bitte hin, ob der Kopf sich auch wirklich führen lässt. Denn der übernimmt sehr gerne immer die Führung, aber lass ihn bitte einmal passiv direkt sein. Und die Hände führen deinen Kopf. Was dadurch nämlich jetzt passiert, es wird die Bewegung vom Kopf sogar größer. Es spürt sich weiter an, als würde der Kopf alleine das machen. Und jetzt merke mal, dieser Raum, diese Größe, die da hinten entsteht. Und jetzt probier es. Deine Hände führen Nackenkopf wieder zur Mitte zurück. Und es bleibt nicht nur in der Haltung in der neuen, sondern auch in der neuen Qualität. Und löse ganz sanft die Hände wieder von Nacken und Kopf. Aber es bleibt, als wären die Hände noch dort. Es kann sehr ungewohnt sein. Wir haben nämlich im Alltag Nackenkopf immer viel zu weit vorne, fast alle von uns. Jetzt bist du hinten. Und das ist eigentlich schon einmal die ideale, normale Haltung für den Körper, wodurch nichts mehr verspannen wird, denn das verspannt. Hier entspannen Nacken, Rücken. Und jetzt bleib bitte möglichst in der Qualität. Versuch mal, ob es dir gelingt. Denk dir am besten zwei unsichtbare Hände und die anderen Hände, sozusagen deine eigenen, die legst du dir an den unteren Rücken, ungefähr im Bereich Hosenbund, sodass die Finger zum Becken hinunterschauen. Und jetzt bitte nicht viel, ganz sanft, lass die Hände auch wieder führen. Deine zwei Hände schieben den unteren Rücken hinunter. Der wird lang jetzt. Das kann auch sein, dass der untere Rücken vom Gefühl her ein bisschen gerader wird, aber das ist nur das Gefühl. Hier müssen wir nämlich unterscheiden zwischen Muskel und Wirbelsäule. Und es ist nicht die Wirbelsäule, die wirklich gerade wird, aber da brauchst du dich nicht zu kümmern, nur zur Erklärung. Die Muskeln außen, die möchten ein bisschen zu deiner Hand jeweils zurück.
Die möchten nicht nach innen pushen, die Muskeln wollen zur Hand. Und dadurch wird dieser Rücken sich ein bisschen voller anfühlen, ein bisschen fülliger, nach unten ziehen. So, und jetzt denkt ihr aber immer noch die zwei Hände oben auch bei Nacken und Kopf und zwar genauso entspannt. Und du machst beides gleichzeitig. Und jetzt spür mal hin, wie lang der Rücken wird, die innere Länge, die in dir entsteht und dieses Gefühl, das dabei entsteht. Du hast beide Qualitäten. Du hast dieses Luftige vom Kopf, wir wollen da oben etwas entdecken. Und du hast die Schwere vom Becken. Das Becken darf runter. Und vielleicht kannst du jetzt nachempfinden, was ich anfangs gemeint habe. Wir machen im Alltag meistens entweder oder. Entweder wir ziehen alles zum Kopf hinauf oder wir schieben alles hinunter zum Becken. Wir brauchen beides zur gleichen Zeit. Das ist der große Bereich oder Trick, den der Körper braucht. Zwei Richtungen zur gleichen Zeit. Und das entspannt den Körper, aber es ermöglicht dir noch einmal, hier zu erkennen, und es passiert wirklich, probier es aus. Und unten hast du genug Erdung, dass du das, was du oben erkennst, machst, dass du es umsetzt. Das ist nämlich die Balance, die wir brauchen. Balance, um ganz ideal im Ausgleich zu sein zwischen Erkennen und Tun. Probier es aus. Mach den richtigen Mix aus, was macht eigentlich mich neugierig, was macht mir Freude und aber auch, das ist es, was mir Freude macht. Jetzt mache ich auch was damit. Jetzt tue ich was. Nämlich, auch das gehört natürlich jetzt planmäßig dazu, von oben nach unten. Ja, wie mache ich denn das jetzt? Mach es. Und du wirst den Prozess erkennen, der einfach toll ist. Der dich in Schwung bringt. Der dich lebendig sein lässt. Ganz wichtig bitte, das ist nicht meine Übung. Nimm beide Bereiche bitte in deinen Alltag mit hinaus. Mach alles im Alltag draußen einmal mit dieser Wahrnehmung. Erstens, dass Nackenkopf hinten sein dürfen und oben, plus zur gleichen Zeit der Rücken, der hinunterwirkt. Und wenn du einmal hier vor allem das Gefühl verlierst oder auch unten, leg dir einfach eine der Hände einen Moment dran und der Körper wird sich sofort wieder erinnern. Das heißt, mach alles im Alltag, was du tust, mit diesem Duplikat oben, unten. Und das ist die Balance im Grunde, von der wir alle sprechen. Nütze es und nimm es mit. Ich wünsche dir wie immer ganz, ganz viel Genuss damit. Und wie immer, wenn du mehr davon möchtest, auch jetzt gibt es im Moment noch, das ist nur mehr für kurze Zeit bitte, diese Möglichkeit, du kannst meine Online-Plattform, wo alle diese Themen, alle diese Übungen sind, du kannst sie 4 Tage kostenlos einmal machen, ausprobieren, kannst alles entdecken da drauf. Du findest es auf meiner Homepage. Den Link findest du unten unter körperbewegt-online.com. Körperbewegt immer mit OE geschrieben. Und auf der ersten Seite gleich, wenn du ein bisschen hinunter scrollst, findest du die Möglichkeit, dich einzutragen. Während der Woche schalten wir noch am selben Tag frei. Es ist kein ganz automatisiertes System, ist auch nicht möglich, denn du hast wirklich kompletten Zutritt dann zu allen Übungen und Videos. Das heißt, du wirst für diese 4 Tage auch deinen echt persönlichen Zugang bekommen. Wir schicken ihn dir während der Woche noch am selben Tag, am Wochenende dann spätestens am Montag. Aber du bekommst verlässlich deinen Zugang für 4 Tage. Nütze es, probiere es aus und gönne es dir, all diese Themen zu entdecken. Und nun wünsche ich dir ganz viel Genuss mit diesem Duplikat vom Nacken und deinem unteren Rücken.